Das Jahr 2015 neigt sich langsam dem Ende zu. Die Feiertage stehen an und auch eine besinnliche Zeit, hoffentlich voller Freude. Und damit herzlich willkommen zur inzwischen 7. Ausgabe von Mein Brandenburger Land. Zum letzten Mal im Jahr 2015 tagt der Brandenburger Landtag. Die Menschen müssen keine Angst haben, dass ihnen im Jahr 2016 etwas weggenommen wird, und auch wird Brandenburg keine neuen Schulden aufnehmen müssen, trotz der Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind. Nicht länger steht die Frage, ob wir es schaffen, im Vordergrund, sondern das Wie. Dazu gehört der Antrag der SPD-Fraktion zur Durchführung einer Aktuellen Stunde zum Thema Bildung des Bündnisses für Brandenburg. An die Länder ausgeschüttet werden, weitergereicht werden. Barbara Richtstein von der CDU-Fraktion sah den Antrag der SPD positiv, wollte aber beschleunigte Asylverfahren und Sachleistungen statt Bargeld. Weiter meinte sie: Wir brauchen eine rasche Integration, und die Integration kann aber auch nur gelingen, wenn wir uns auf diejenigen konzentrieren können, die eine Perspektive auf ein dauerhaftes Bleiberecht haben. Das bedeutet, wir brauchen rasche Rückführungen derer, die kein Bleiberecht hier in Brandenburg haben. Und es reicht nicht, dass wir hier nur auf Freiwilligkeit setzen, sondern wir brauchen die Einrichtung, das ist die Forderung der CDU-Fraktion schon lange, ein Rückführungszentrum, wo ganz konsequent dann auch zurückgeführt wird. Ralf Christoffers von der Linksfraktion sprach sich ebenfalls für den Antrag der SPD aus. Das Jahr 2016 wird das erste Jahr, wo wir den Beleg dafür geben müssen, dass wir Integration umsetzen können, wollen und werden. Und das ist eine Aufgabe, die wir 2016 unabhängig von der Anzahl der noch zu uns kommenden Flüchtlinge nicht erledigt sein. Wir reden hier von einer gesellschaftlichen Aufgabe, die mit Sicherheit 5 bis 10 Jahre umfassen wird. Und das ist auch der Zeithorizont, den man politisch im Auge haben muss, wenn man jetzt etwas entscheidet, mit welchen Sachverhalten, mit welchen Instrumenten, mit welchen Programmen man an die Lösung dieser Aufgabe geht. Wirklich jeder. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland argumentierte gegen den Antrag und fragte: Wie wollen Sie Clanstrukturen verhindern, die wie in Berlin ein Klima der Angst verbreiten? Wie wollen Sie eine Scharia-Polizei stoppen, wie wir sie aus Wuppertal kennen? Wie wollen Sie Ehrenmorde an Töchtern verhindern, wie sie in Darmstadt und Duisburg gerade vorgekommen sind? Was wollen Sie machen, wenn ein Mann seiner Frau oder Kindern den Deutschkurs verbietet? Wie will die SPD es schaffen, Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren, während die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, übrigens Ihre Kollegin, Herr Ness, eine Integrationspflicht für Zugewanderte ablehnt? Sie können das nicht schaffen, und Sie werden das nicht schaffen, und die Bevölkerung wird Ihnen nicht folgen. Die von der Bundeskanzlerin geforderte Flexibilität ist aber gefragt, wenn es um den Aufbau professioneller Strukturen geht. Der Landtag Brandenburg hat, Herr Gauland, mit einer Vielzahl von Gesetzesinitiativen und Haushaltsbeschlüssen in seiner Mehrheit in den letzten Wochen immer wieder deutlich gemacht, dass er diesem Anspruch gerecht werden will. Aber mit Stellen und Geld ist es nicht getan. Ohne die Unterstützung durch Wirtschaft und Zivilgesellschaft werden Politik und Verwaltung diese Zukunftsaufgabe nicht bewältigen können. Ohne Bündnisse für Integration auf allen Ebenen werden wir es in der Tat nicht schaffen. Und deswegen ist dieses Bündnis so wertvoll. Und deswegen sind wir so dankbar, dass sich so viele Initiativen und Menschen hier zusammengefunden haben. Daher glaube ich, dass es richtig und ein wichtiges Zeichen ist, dass zeitnah nach dem Aufruf des Ministerpräsidenten. Peter Wieder von den Freien Wählern forderte zum Antrag der SPD auch eine stärkere Sprachausbildung der Asylbewerber und zählte die damit verbundenen Möglichkeiten auf. Über allen Aufgaben sollte noch mehr denn je das Voranbringen der Spracherwerb stehen. Ich möchte das hier noch mal betonen, das sollte uns mit Blick auf 2016 noch bewusster werden. Denn gerade das erleichtert so vieles: soziale Bindung in der Nachbarschaft, Integrationsleistung mit den Menschen, die einen umgeben. Erleichtert natürlich die Berufschancen, die immer wieder eingefordert oder um die gebeten wird. Es steigert auch das Selbstvertrauen, als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft agieren zu können. Und es beugt auch Vorurteilen und Anfeindungen natürlich vor. Das Bündnis für Brandenburg ist ein Dach. Wir haben das genommen, was im Land passiert, haben es versucht zu bündeln, zusammenzuführen. Und natürlich, und das ist auch Kern
dieser Landesregierung nach Kräften die Integrationsinitiativen in der Wirtschaft, in den Verbänden, in den Gewerkschaften, in den einzelnen Organisationen zu unterstützen. Das ist unsere Aufgabe. Wer diesem Entschließungsantrag seine In der folgenden Abstimmung wurde der Antrag mehrheitlich angenommen. Dankeschön. Gegenstimmen? Güter werden meist auf der Straße transportiert oder auf Schienen. Güterwaggons der Bahn AG müssen aber auch instand gehalten werden. Und das geschieht im Bahnwerk Eberswalde. Noch. Denn wenn es nach dem Willen der bundeseigenen Bahn AG geht, dann wird das Bahnwerk Eberswalde Ende 2016 geschlossen. Die Landtagsfraktionen, mit Ausnahme der AfD, die bei den gemeinsamen Anträgen anderer Fraktionen gern außen vor gelassen werden, stellten dazu den Antrag, Standort Eberswalde sichern, Bahnwerk nicht aufgeben. Gegenüber dem Investor, sondern nur den Der SPD-Abgeordnete Helmut Bartel ging zum Anfang seiner Rede auf die Historie des Bahnwerks in Eberswalde ein und kritisierte die Bahn AG. Es ist schwer nachvollziehbar, warum der Konzern Deutsche Bahn nicht bereit ist, das gut ausgelastete Werk selbst weiterzuführen. Warum sich die Bahn gegen einen Verkauf an einen privaten Investor sperrt, ist auch nicht zu verstehen. Nun könnten Kritiker sagen, wir haben an dieser Stelle als Land nicht ausreichend verhandelt. Aber wenn ich auf der anderen Seite einen Partner habe, der jeglichen Realitätssinn verweigert und das ohne nachvollziehbare Gründe, kann selbst derjenige, der daran interessiert, den Standort zu erhalten, keine Ergebnisse. Brandenburg zahlt als Kunde der Deutschen Bahn jährlich dreistellige Millionenbeträge für die Bestellung des ÖPNV. Da dürfen wir doch zumindest erwarten, dass die Bahn sich bemüht, gemeinsam mit dem Land Brandenburg eine tragfähige Lösung zu finden. Die Lösung kann es ja nun nicht sein, entweder Schließung oder Kauf durch das Land. Da gibt es doch noch ein bisschen was dazwischen, zumal Investoren Konzepte vorgelegt haben, meine Damen und Herren. Und vor diesem Hintergrund fordern wir die Landesregierung auf. Christina Schade von der AfD-Fraktion sprach sich dafür aus, alle möglichen Optionen für den Erhalt des Bahnwerks zu prüfen, auch eine vorläufige Übernahme des Betriebes durch das Land. Und diese Prüfung muss zwingend beinhalten, dass eine mögliche Übernahme, juristisch grundsätzlich möglich wäre, dass es tatsächliche Kaufinteressenten gibt, dass das Konzept des Kaufinteressenten belastbar, langfristig, nachhaltig tragfähig ist und dass das Land nicht als Betreiber über einen längeren Zeitraum einspringen muss und dass der Steuerzahler nicht unverhältnismäßig belastet wird. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann wäre ein staatlicher Eingriff immer noch ordnungspolitisch bedenklich. Aber ich denke, in der Verantwortung für die Menschen vor Ort könnten wir diesen rein theoretisch noch mittragen. Wer im Schoß des Bundes wohnt wie die Bahn, kann sich nicht im Land so verhalten, als sei er rein privater Akteur. Es geht nicht an, dass durch eine privatrechtliche Struktur der sozialpolitische und auch volkswirtschaftliche Auftrag ausgehebelt wird. Der Bund hält alle Anteile, das Land ist Partner des Bundes, Teil des Bundes, und da muss man auch so miteinander umgehen. Die Bahn hat bundesweit rund 300.000 Mitarbeiter. Das ist ein gesamtwirtschaftlicher Player, der nicht einfach beratungsresistent sein Ding durchziehen kann. Vor allem, wenn man bemerkt, oder wenn man bedenkt, dass massive Teile des Umsatzes durch Verkehrsverträge erwirtschaftet werden, massive Zuschüsse für Unterhalt und Ausbau der Anlagen. Es ist richtig, dass man trotzdem marktwirtschaftlich arbeiten muss, aber der Markt ist mehr als die Ideen im Bahntower am Potsdamer Platz. Und auch das Land Brandenburg. Minister für Wirtschaft und Energie Albrecht Gerber machte zudem auch deutlich, wie wichtig der Erhalt des Werkes in Eberswalde ist und brachte Vorschläge ein, wie man einen Investor als Landesregierung unterstützen könnte. Wir können Bürgschaften geben, wir können anstehende Investitionen auf dem Gelände, zum Beispiel die Kesselwagenwaschanlage, höchstmöglich fördern und wir können die notwendige Facharbeiterqualifizierung auch unterstützen und fördern. Die Abgeordneten stimmten dem Antrag mehrheitlich zu. Die Terroranschläge auf Paris haben weitreichende Folgen. So sind deutsche Kampfflugzeuge inzwischen im Einsatz gegen den sogenannten Islamischen Staat. Deutschland ist damit auch ins Fadenkreuz des Terrors gerückt. Dieser Gefahr möchte die CDU-Fraktion im Landtag damit begegnen, die Sicherheitsbehörden besser auszustatten. Des islamistischen Terrorismus näher beleuchtet. Björn Lagenmacher von der CDU begründete den Antrag seiner Fraktion und betonte: Weder die Religion Islam
Noch die rund 4 Millionen in Deutschland lebenden Muslime dürfen hier unter einen Generalverdacht gestellt werden. Wenn wir diesen Fehler begehen, laufen wir direkt in die Falle derjenigen wenigen, welche unter dem Deckmantel der Religion Islam Terrorakte und Morde begehen. Und genau das wollen die. Und die wollen Wut, die wollen Hass und Misstrauen sehen und das friedliche Miteinander hier bei uns zerstören. Wir werden genau das nicht tun. Wir werden den Terroristen nicht in die Hände spielen. Und das ist auch keine Frage. Der SPD-Abgeordnete Sören Kosanke sah eine bessere Ausstattung von Sicherheitsbehörden nicht als wirksames Instrument, Terrorismus zu verhindern, und sprach sich gegen den Antrag der CDU-Fraktion aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir uns doch nichts vor. Wir wissen seit Monaten, ja seit Jahren, dass der Islamische Staat eine Terrororganisation ist. Seit Jahren überziehen IS-Milizen die Menschen im Irak, in Syrien und in Libyen mit Krieg und Terror. Und wir wussten, dass uns die Gefahren des Terrorismus auch ganz konkret, ganz direkt in unserem eigenen Land, in unseren Städten und Gemeinden bedrohen. Wir wissen aber auch, dass man Terroranschläge im Grunde nicht vorhersehen kann. Es ist ja gerade die Logik des Terrors, unerwartet zuzuschlagen. Immer wieder, immer woanders, immer unerwartet. Die Terrorgefahr im Lande steigt. Thomas Jung von der AfD sprach in seinen Ausführungen eine Umfrage an, in der 54% der befragten Bürger Angst vor einer erhöhten Terrorgefahr durch zugezogene Migranten hätten. Die jüngste Festnahme zweier als Flüchtlinge nach Flingland eingereister mutmaßlicher islamistischer Mörder aus dem Irak bestätigt die Furcht leider wieder. Und ebenso die Festnahme von Pariser Terrorhelfern in Salzburg, jetzt ganz aktuell. Ich hoffe nur, dass wir in Brandenburg den Überblick über mögliche Gefährder nicht verloren haben. Ich will ja nicht sagen, dass alles... Auch Hans-Jürgen Scharfenberg von der Linksfraktion kritisierte den Antrag der CDU. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Meinen Sie im Ernst, dass der Innenminister und der Polizeipräsident erst Ihre klugen Hinweise brauchen, um auf die aktuelle Sicherheitslage zu reagieren? Ihr Antrag macht eigentlich nur Sinn, wenn Sie damit massive Kritik am Handeln der brandenburgischen Sicherheitsorgane aussprechen wollen. Dann müssen Sie das aber auch so sagen. Denn es ist doch klar, wenn dieser Antrag berechtigt wäre, dann müssten einige sofort ihren Hut nehmen. Ich frage mich allerdings, ob Sie in der Sitzung des Innenausschusses überhaupt zugehört haben, als der Polizeipräsident genau zu diesen Themen informiert und engagiert dargestellt hat, wie er die Polizei auf mögliche Terroranschläge vorbereitet und was er bereits unternommen hat. Der Antrag der CDU enthält einige wichtige Punkte, unbestritten, und spricht auch berechtigte Fragen an. Sie stellen sich derzeit nicht nur in Brandenburg, sondern sie sind relevant für alle Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern. In der Tat muss die Gefährdungslage infolge der islamistischen Terroranschläge in diesem Jahr sehr sorgfältig beobachtet und bewertet werden. Und natürlich müssen aus dieser Bewertung auch die notwendigen Konsequenzen für die Polizei und den Verfassungsschutz abgeleitet werden. Herr Innenminister, Sie haben sich ernsthaft mit dem Antrag auseinandergesetzt und im Gegensatz zum Kollegen Scharfenberg erkannt, dass hier eben Beschlüsse der letzten Innenministerkonferenz gerade mit eingeflossen sind. Herr Scharfenberg, was Sie dort geleistet haben, war mal wieder nichts. Ich kann dazu nur sagen, wenn das fast so sehr tönt, ist meistens nicht viel drin. Mehr fällt mir dazu wirklich nicht ein. Ja. Ich möchte Sie fragen, wer möchte diesem Antrag zustimmen? CDU und Dankeschön. AfD stimmten für den Antrag, doch die Mehrheit aus Rot-Rote Koalition, Grüne sowie BVB Freie Wähler stimmten dagegen. Ich rufe jetzt auf den Der Tagesordnungspunkt 5 der 20. Plenarsitzung des Landtags Brandenburg vom 16.12.2015 fand nach einer nur kurzen Mittagspause wenig Interesse bei der Mehrheit der Abgeordneten. Ging es doch um eine Novellierung der EU-Feuerwaffenrichtlinie und damit um eine mögliche Verschärfung des Waffengesetzes auch hierzulande, der die AfD-Fraktion entgegensteht. Mit dem vorliegenden Antrag fordern wir die Landesregierung dazu auf,
sich gegenüber Bund und Europäischer Union für die Nichtumsetzung der geplanten und nach den Terroranschlägen von Paris beschleunigten Novellierung der EU-Feuerwaffenrichtlinie. Andreas Galau begründete den Antrag seiner Fraktion folgendermaßen. Das von der Europäischen Kommission im November angekündigte Maßnahmenpaket zur Kontrolle von Feuerwaffen dient mitnichten der Terrorprävention. Es zielt eindeutig auf unsere rechtstreuen Bürger ab, denen der legale Zugang zu Feuerwaffen als Jäger, Sportschütze, aber auch als Sammler zukünftig faktisch verwehrt wird. Meine Damen und Herren, ein Staat ist immer nur so frei wie sein Waffengesetz. Dieses Zitat, jetzt hören Sie mal zu, dieses Zitat wird im Allgemeinen unserem ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann zugeschrieben, der in einer Zeit lebte, in der die SPD noch eine Volkspartei war und Politik für die Bürger des Landes gemacht hat. Ein demokratischer Staat muss es nicht nur ertragen können, dass die Bürger Waffen legal erwerben und besitzen können, sondern er muss auch die Handlungsfreiheit seiner Bürger bewahren und freiheitsbeschränkende Eingriffe minimieren. Die Europäische Union hingegen, allen voran EU-Kommissionspräsident Juncker, instrumentalisiert die abscheulichen Terroranschläge von Paris für die massive Einschränkung der Bürger und der Freiheits- und Eigentumsrechte unbescholtener Bürger mit dem Vorwand, deren Sicherheit zu erhöhen. Jan Redmann von der CDU hielt den Antrag der AfD für unseriös und widersprach Galau. Ein demokratischer Staat muss es ertragen können, dass die Bürger Waffen legal erwerben und besitzen können. Nein, das muss er so pauschal nicht. Herr Gauland, Sie haben doch bei früheren Gelegenheiten sich gern philosophisch gegeben. Dann sollten Sie eigentlich wissen, dass das staatliche Gewaltmonopol als Eckpfeiler des modernen Staates gilt, von Thomas Hobbes im 16. Jahrhundert bis hin zu Max Weber im 20. Jahrhundert. Und im Übrigen, wenn es einen roten Faden konservativen Denkens in der Neuzeit gibt, dann ist es doch die Forderung nach einem starken Staat. Offenbar geht Ihnen nicht nur die europapolitische Kompetenz ab, Ihnen fehlen auch Grundkenntnisse der abendländischen Staatsphilosophie, meine Damen und Herren. Andreas Galau wiederum widersprach Redmanns Kritik. Waffen sind immer böse, die AfD auch und die Erde ist eine Scheibe. Wie durch die neue Waffenrichtlinie Sicherheit geschaffen werden soll, erschließt sich nicht nur uns, sondern auch der CSU nicht. Nur einen Tag nach unserer Resolution auf unserem Bundesparteitag hat die CSU einen ähnlichen Antrag im Bayerischen Landtag eingereicht. Manchmal liegen zwischen den Schwesterparteien der Union halt Welten, wie uns die CDU hier gerade wieder verdeutlicht hat. Ist ja sehr merkwürdig. Warum hat die CSU dann das Recht, entsprechende Anträge einzubringen? Das ist doch völlig widersprüchlich, was Sie da erzählen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Waffen die Ursache für Verbrechen sind, dann sind Kugelschreiber die Ursache für Rechtschreibfehler. Wir von der AfD jedenfalls lehnen die Entwaffnung rechtstreuer Bürger ab. Wer möchte diesem Antrag zustimmen? Die anderen Parteien verzichteten auf Redebeiträge in der Debatte zu diesem Thema. Der Antrag der AfD wurde nach einer sehr kurzen Debatte abgelehnt. In unserem letzten Thema der aktuellen Folge von Mein Brandenburger Land geht es um Flüchtlinge, und zwar um einen Gesetzentwurf der Landesregierung, das Landesaufnahmegesetz. Die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Diana Goltze, begründete den Gesetzentwurf der Landesregierung und sprach einige Inhalte an. Der Gesetzentwurf dient auch der Umsetzung höherrangigem Rechts, insbesondere der EU-Aufnahmerichtlinie. Wir ermöglichen zusätzliche investive Zuwendungen für Unterbringungsplätze bei besonderen Bedarfen, zum Beispiel behindertengerechte Ausstattungen. Dadurch können die Anforderungen für die Unterbringung besonders schutzbedürftiger Personen erfüllt werden. Zudem wird durch die künftige Spitzabrechnung bei besonderen individuellen Bedarfen das Kostenrisiko von den Kommunen auf das Land verlagert. Wir schaffen damit Entlastung für die Kommunen bei der Unterbringung, zum Beispiel von Menschen mit Behinderungen in geeigneten Einrichtungen. Um auf die veränderten Bedingungen. Die linke Abgeordnete Andrea Jolige empfand die Erneuerung des Gesetzes als sinnvoll, sah aber auch die Gefahr, dass es Versuche geben könnte, Standards herunterzufahren. Die Landesregierung ist dieser Gefahr nicht erlegen und hat mit dem Gesetzentwurf deutlich gemacht, dass trotz der aktuell hohen Zahl der zu uns Flüchtenden Verbesserungen für deren Lebenssituation gewollt sind. Während auf Bundesebene eine Asylrechtsverschärfung nach der anderen von CDU und SPD und größtenteils auch unter Zustimmung der Grünen auf den Weg gebracht wird, während in anderen Bundesländern die Situation der Geflüchteten immer schwieriger wird, ein Blick nach Berlin reicht da aus, wird die rot-rote Koalition mit diesem Gesetz einige Verbesserungen auf den Weg bringen. Steffen Königer von der AfD kritisierte den Entwurf und meinte,
Der vorliegende Entwurf des Landesaufnahmegesetzes ist auf den ersten Blick vor allem dreimal so umfangreich wie das bisher geltende Gesetz. Da sollte man der Meinung sein, dass die Landesregierung den Ernst der Lage bei der Flüchtlingskrise erkannt hat. Aber zusammengefasst zeigt dieser Gesetzentwurf wieder einmal, dass sich die rot-rote Landesregierung zwar gerne in Willkommenskultur suhlt, die Folgen dieser verfehlten Politik aber andere ausbaden sollen. Seit langem wurde er immer wieder angekündigt, um dann wieder verschoben zu werden. Ursula Nonnemacher vom Bündnis 90 Die Grünen hielt den Gesetzesentwurf für verspätet, aber dennoch gerade zur richtigen Zeit. Die letzten Monate waren geprägt vom großen Engagement der Ehrenamtlichen, der Institutionen, Verwaltung und Politik, deren gemeinsames Ziel es war, die Aufnahme und Versorgung der geflüchteten Menschen erträglich zu gestalten. Für uns Bündnisgrüne ist das ein Zeichen für eine funktionierende Bürgerinnengesellschaft, die auf Menschenwürde und Toleranz baut. Dafür hatten wir in dieser Zeit das Motto gewählt: Ich heiße willkommen, wie heißt du? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir inhaltlich sagen: Vom Kommen zum Bleiben. Jetzt wollen wir den Übergang von der Willkommenskultur hin in eine Willkommensinfrastruktur gestalten. Dafür bietet der vorliegende Gesetzentwurf eine gute Grundlage. Wer dieser Überweisung seine Zustimmung gibt. In der auf die Debatte folgenden Abstimmung wurde der Überweisung des Gesetzesentwurfs in den dafür zuständigen Ausschuss mehrheitlich zugestimmt. Enthaltungen. Damit ist der einstimmig über. Und damit geht unsere Berichterstattung aus dem Landtag für das Jahr 2015 zu Ende. Wenn Sie alle Redebeiträge aus dem Plenum anschauen wollen, dann können Sie dies beim RBB online tun. Die Adresse sehen Sie unten eingeblendet. Wir von SeloTV möchten uns an dieser Stelle verabschieden und uns fürs Zuschauen bedanken. Wir wünschen Ihnen allen, Zuschauerinnen und Zuschauern, Fans und Nicht-Fans gleichermaßen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Alles Gute bis zur nächsten Ausgabe von Mein Brandenburger Land. Tschüss.